Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part unserer Sims 2 Waisenhaus Challenge. Im letzten Part war ich quasi dabei, alle Vorbereitungen zu treffen für unsere Geburtstagsmarathon hier heute. Und irgendwie, ja, hat es wieder mehr oder weniger funktioniert, sag ich mal. Was sehr gut funktioniert hat im letzten Part, war Geld verdienen. Wir haben wie die Verrückten gegraben. Und ja, jetzt wollte ich gerade noch mal kontrollieren, genau, bevor es jetzt hier weitergeht, weil unsere Großen haben auch irgendwas ausgegraben, dachte ich. Ah, er hatte nur zwei Steine und dann den Brunnen wieder freigelegt, genau. Hatte er noch was im Inventar? Nee, gut, okay, dann müsste das jetzt gewesen sein. Gut, aber immerhin, wir haben uns auf einen Kontostand von 2700 Simoleons hochgearbeitet, das natürlich auch dem lieben Anton, dem Kleinen, zu verdanken war, der den Wissenschaftspreis in der Schule gewonnen hat, für sein Pappmaché-Vulkan oder was das war, für 250. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, war Chaos pur. Unser großer Anton hat einen Freund mitgebracht gehabt und eigentlich gar keine Zeit für den. Ja, wer war es? Der kleine Anton hat eben hier seine Leutchen eingeladen. Ja, und Ulrike ist gerade mit Beate auf dem Weg zum Kuchen, weil es ist ja schon wieder 17 Uhr, ein paar zerquetschte, und die anderen altern jetzt eigentlich alle nach und nach. Ich habe mir meinen Würfel zurechtgelegt und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal unsere Geburtstage an. Leider hat keiner großartig Gold oder Platin oder was. Gut, der Anton hat Gold, die Tamara hat Gold. Immerhin, wenn das so bleibt, ist es gut. Weil Beate hat gar nichts, weil die nur Wünsche mit Papa hatte und der nicht konnte, genau. Also gut, gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Schauen wir einfach mal. Ich drücke die Daumen, dass es irgendwie gut wird. Papa hat Essen gekocht und serviert das gerade noch. Da kannst du mal mit aufhören, Junge. Leg mal hin, genau. Tu mal irgendwo anders hinstellen, komm zum Kuchen. Wir wollen hier feiern. Yeah, ja, ich weiß. Was? Ah, halt, stopp, stopp. Alfred ist nun Teenager und sollte sich langsam aufs College vorbereiten. Und Adrian wird morgen um 18 Uhr altern. Okay, ja gut. Ich dachte schon, es wäre wieder einer der Beate zuvor gekommen. Keine Ahnung. So, auf geht's. Los, los. Und da hinten ist Tamara gealtert. Oh, genial. Ja, toll. Das gibt jetzt Chaos, glaube ich. Wie soll das funktionieren? Und so, okay. Fangen wir mit der Tamara an. Die Tamara ist gealtert. So, mal gucken. Würfeln. 3. Was war das nochmal? Oh. Nee, echt jetzt? Oh, weil sie kriegt die Laufbahn Romantik. Na gut. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ich mache das ja extra mit dem Auswürfeln, weil ich ja sonst hier 5 Stunden sitze und nicht weiß. Also, dass er auf beleibte Braunhaarige steht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist das wirklich dein Wunsch? Du stehst auf fette braunhaarige Leute, dürfen aber nicht stinken, oder wie? Ja gut, ich bin dafür, das so zu belassen. Ne? Ich könnte jetzt das Beleibtheit da wegnehmen, aber ja, es gibt auch dicke, sag ich mal, beleibtere Leute und wir nehmen das. Wir lassen das genau wie bei allen anderen auch und ja. So, damit ist Tamara ist jetzt Teenager. Als Kind hat Tamara die Laufbahn stolz der Familie erreicht. Das ist klasse und sie ist auf dem richtigen Weg. Sie fühlt sich großartig. Wenn ich mich mein ganzes Leben lang so gut fühle, ist das einfach. Ist einfach alles möglich. Gut. Und der nächste ist auch schon gealtert. Irgendwie habe ich gar nichts mehr mitgekriegt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gut. Anton. Was wird aus Anton? Oh, der hat eine 4. Der kriegt die Laufbahn Ruf. Okay, ja, das ist in Ordnung. Anton Ruf kann ich mir prima vorstellen. Hier. Sehr schön. Und du stehst auf Gestank. Das glaube ich jetzt aber echt nicht. Brillenträger und magst keine Schwarzhaarigen. Gestank. Willst du mir das wirklich jetzt weiß machen? Dass du Gestank anziehend findest. Ich habe bei allen nichts geändert. Ich ändere da jetzt auch nichts dran. Aber wie er da mit Mädels... Na, ich weiß ja nicht. Okay. Bin ich auch... Ja, Laufbahnruf. Okay. In Ordnung. Nein, wir wollen keinen mitaltern lassen. So, und jetzt bitte... halt kurz...
Anton ist jetzt Teenie, hat er auch stolz der Familie, was? Ich will ja nicht angeben, aber ich denke, bis jetzt habe ich mein Leben ganz gut gemeistert. Ich fühle mich hervorragend und sehe voller Freude einem weiteren großartigen Lebensabschnitt entgegen. Das klingt schon mal sehr gut. Wo ist er denn überhaupt? Wo ist er, Anton? Wo steckst denn du, unser großer Anton? Ach, da draußen! Stimmt, der war ja die Leute am Begrüßen. Gucken wir uns mal an. Wir müssen mal kurz gucken. Der Kleine, ich kann ja pausieren, ne? So, hier haben wir unseren Anton. Hallöchen, Popöchen. Ja, nicht schlecht, ne? Hallo, du. Okay, er ist immer noch im Goldstatus. Aber Moment, wo ich das gerade sehe, kann ich mir meine Punkte schon mal geben. Goldstatus. Anton ist im Goldstatus gealtert. Sehr fein. Dann Tamara hat sogar auf Platin geschafft. Ich fass es nicht. Ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Und hier schaut sie euch an, unsere Tamara. Ist sie nicht eine heiße Braut geworden? Also mal ganz ehrlich. Wow. Wow. Finde ich genial. So, sie hat sogar Platin. Also gibt es da unten auch ein Strichchen. So, und last but not least. Jetzt wollen wir aber endlich gucken, was mit Beate passiert. Ich hoffe, ja. Aber anders ging es halt wirklich nicht zu regeln. Und Dennis macht die Düse, hat kaum mit uns gesprochen und ist natürlich schon wieder weg, weil Dennis ist ja noch ein Kind. Der darf ja nicht nach 18 Uhr irgendwo unterwegs sein. So, zeig mir unsere kleine Beate, die goldige Maus. Und weiter geht's, komm. Uno. Who's gonna wake him, huh? Ja, jetzt bin ich natürlich voll auf der falschen Seite. Und da haben wir unser Beatchen. Yeah! Cool, sehr schön. Und es gibt Kuchen für alle. Beate ist jetzt Kind. Als Kleinkind hat Beate die Laufbahnstufe Prachtexemplar erreicht. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Wie? Das ist wunderbar. Mit ein wenig harter Arbeit kann das Leben noch besser werden. Also ich muss mal sagen, für mich war Beate unser Wunderkind, weil die einfach so super, super, super schnell alles gelernt hatte. Ja, sie kriegt leider gar keinen Punkt. Sie ist grün geblieben. Na gut, egal. Soll uns recht sein. So, sie hat Hunger. Das ist in Ordnung. Was macht eigentlich unser Kleiner hier? Spielt noch mit dem Wackelminchen. Und ist leicht am müde werden. Ja, der hat ja dann das Zimmer für sich noch den einen Tag, weil Beate kommt rüber. Gut, ich würde sagen, du hörst mal auf, mit dem Wackelminchen zu spielen und gehst mal hier hin. Sie isst. Du hast eigentlich auch Hunger. Komm, wenigstens ein Stück Kuchen kannst du dir nehmen. Du könntest da auch ein Stück Kuchen nehmen. Komm. Und nur die, die größeren Hunger haben, kriegen was Ordentliches. So, dann kannst du dir hier bitte eine Schüssel nehmen. Zack. Und du vielleicht auch. Oh ja, der hat auf jeden Fall Hunger. Allemal, haben wir da schon noch eine Schüssel? Oh, da essen. Genau. Du würdest doch bestimmt lieber ein Stück Kuchen nehmen, oder? Oder nee, komm. Du kriegst auch hier. Du hast den Kuchen für die Kinder. So, und er kann sich ein Stück Kuchen nehmen, das ist in Ordnung. So, dann sind sie alle am Essen und gut ist. Und dann kann ich sortieren, was ich mit wem wie mache. Aber ich finde, es war gut, dass ich den letzten Part so knapp davor gestoppt habe. So ist das jetzt wirklich in einem Schwung alles durchgerattert. Wahnsinn, ey. Ja, sehr schön. So, und unsere Beate, wie geht's dir denn? Du, was hast du denn jetzt für Wünsche? Moment, genau, die Wünsche muss ich auch mal kontrollieren. Mit Ulrike Freundschaft schließen. Sie möchte einen Freund finden. Sie will ein Spiel kaufen. Und einen Insiderwitz erzählen. Okay. Ja, apropos Spiel kaufen. Hat denn irgendwer von euch andere diverse Wünsche? Ja, die Dame ist voll auf Romantik und will einfach nur, ihr wisst schon was, ne? Flirten und unbekannten Sim treffen, das machen wir mal fest. Oder nee, wir machen den allerersten Kuss fest. So ist das. Macht mehr Sinn.
Er wollte einladen, hat leider nicht gezählt. So ein Mist auch. Okay, jetzt will er sechs Freunde haben. Ach Gott, nee, ich werd wahnsinnig. Was habt ihr für Wünsche? Er möchte auch... Er will zum College gehen. Und Geld verdienen. Yeah. Ja, kannst du. Und du, was hast du für Wünsche? Ah, mit Gerrit anfreunden. Das ist ein guter Wunsch. Den mache ich dir jetzt fest. Das mit dem Handy können wir auch so erledigen. Ja. Oh, und die Madame hier möchte irgendwem bei den Hausaufgaben helfen. Seit wann hat sie denn den Wunsch? Hatte ich das etwa nie gemacht? Und er will immer noch ja den Talentorden. Ich glaube, das ändern wir in sich verlieben. So. Es kommt zu nichts hier. Das ist Wahnsinn. Okay, den Wunsch, den ich dachte, den haben wir jetzt noch nicht. Okay, aber egal. So, dann kannst du doch mal hier vielleicht mitspielen. Guck mal da. Das wäre doch nett, oder? Ja, da rennt sie. Okay, ja, was mich ein bisschen geärgert hat, ist das mit dem Modelldingens dahin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde jetzt mal was testen. Genau, das wollte ich nochmal ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, dass es damit zu tun hat, aber wir packen mal... Ach komm, wir haben so viel Platz hier. Also das ist ja nun wirklich, ne? Und Adrian wird auch älter. Naja, komm. Ja, wir packen mal kurz den Kleinkram hier raus. Hui. Ja, so. Dann kann das Ding hier rüber. Ja, mal kurz dahin. Und das Ding in die Mitte. So, gucken wir mal, ob das jetzt was hilft, weil ich glaube, dass es damit eigentlich nichts zu tun hatte. Ich denke mal, vielleicht haben wir es einfach zu voll gebaut und müssen erstmal wieder ein paar Sachen entfernen, bevor wir da weiter wursteln können. So, mit wem spielst du da jetzt? Ah, mit Adam. Adam ist da. Stimmt, wir haben ja ein paar Teenies da. Habe ich ja ganz vergessen. So, warte mal kurz dann. Was machen denn die anderen? Oh Gott, ich bin schon wieder nur am Hin- und Herspringen. Du wolltest dich mit dem anfreunden, mit Gerrit. Das ist doch der hier, ne? Genau, ja. Ihr zwei, oh, genau. Wir können uns mal zuprosten, ja, und wir können was küssen. Flirten? Nee, aber mal spielen vielleicht. Vielleicht eine kleine Essensschlacht mit Happen werfen? Mit Essen werfen? Ja, Gott, mach einfach mal. Es ist alles erlaubt heute für mich. So, du möchtest auch mal. Wir könnten ja auch da mal. Nee, können wir gerade nicht. Okay. Du wolltest eigentlich, du hast gar keinen gescheiten Wunsch. Was hast du für blöde Wünsche, sag mal. Ja. Was machen wir mit dir? Oh Gott, er ist hundemüde. Er ist. Was willst du denn? Wo bist denn du? Anton? Ach, er schnappt sich den Kleinen und will ihn ins Bett bringen, wahrscheinlich. Gute Idee. Sehr gute Idee. Mach das. Der kleine Mann ist nämlich wirklich müde. So, dann kann der hier rein. Adrian ins Bett legen. Ganz genau. Ach ja, und für die andere kleine Mann. Achso, hast du schon drin gehabt. Ja, einmal reicht natürlich. So. Und Tamara, Tamara, was machst du denn da? Hallo. Du hast hier Besuch. Da sind nette Leute da. Legen wir uns nicht ins Bett. Nein, nein, nein. Du gehst jetzt mal hier runter. Da ist so ein Adam. Mit dem kannst du mal ein bisschen was. Ah, na gut, dann geh erstmal dahin. So, zack. Gott, oh Gott. Also bei so vielen Leuten komme ich hier ganz durcheinander. Ehrlich, das ist so. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie er dem die Happen ins Gesicht geschmissen hat. Egal. So, gucke mal, du kannst mal hier mit dem da ein bisschen quatschen. Unterhalte dich mal mit ihm. Und rede mit ihm. Plaudern. Und, Moment. Süße kleine Beate, du musst mal aufhören. Du gehst jetzt bitte mal hier oben säubern, benutzen und säubern und duschen.
So, das kannst du jetzt mal tun, weil du musst auch bald ins Bett. Und dann hat Tamara nämlich hier freie Bahn für diesen Adam, damit ihr auch schon mal wieder kennenlernt, ne? Was können wir noch mit dem machen? Ah, hier gibt's wieder Wertschätzen wegscheuchen. Das hatte ich letztens irgendwo anders vermisst. Dann noch ein Witz und vielleicht mal spielen. Naja, sehen wir dann. So, babbelt mal miteinander. Im Schlafanzug, wie immer. Eine. Oh, sie rennt. So, was ist bei euch los hier? Ah, wen haben wir denn da? Die Conny. Hallo, Conny. Kennst du die schon? Warte mal. Kennst du die Conny schon? Ein bisschen. Tamara hatte. Wo ist Conny? Conny kennt das doch. Hat sie zumindest schon mal gesehen. Das ist doch schon mal was wert. Dann kannst du nachher ein bisschen mit der Conny erzählen und so. Ärgern. Ui, spielen. Nö, Oh, du hast einen Pickel, sehe ich gerade. Ja. Gut. Du bist am Aufräumen. Okay. Das ist gut, dass die sich wenigstens beim Essen unterhalten. Das finde ich immer ganz, ganz hilfreich. Ach, ich kann meine Liste mit dem Würfel mal weglegen. Das liegt immer noch hier vor meiner Nase. Ach, das ist herrlich. So, junger Mann, du hast jetzt eine Arbeit, die ich viel zu lange vernachlässigt habe. Schaut euch diesen Garten an. Ey, das ist ja, oh Gott, das ist eine Schande. Aber es geht ihm gerade super gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier echt nachlegen. Viele pflegen. Viele gießen und haben wir was zum Einsprühen vielleicht noch? Das da? Hallo? Wartet mal, ich. Ach. Kann ich gerade nichts machen. Pflegen, gießen, pflegen, gießen. Und pflegen, pflegen, gießen. Zum Einsprühen ist da gerade nichts, okay. Und dann hier nix, da nix, aber da pflegen. Okay. Gut, dann hat er mal wieder Arbeit zu tun. Und ist aus dem Weg. Oh, wer schwimmt denn da rum? Paul Berger. Ach ja, stimmt. Die Erwachsenen sind ja auch da. Silvia, Paul und wie sie alle heißen. Keine Ahnung mehr. Ach Gottchen, ja. So, okay. Du warte mal. Da mit dir hatte ich doch was vor. Stopp. Genau, mit der Conny kannst du mal was machen. Plaudern, jawohl. Das ist eine gute Idee. Plaudern und reden. Über Hobbys reden. Musik und Tanz von mir aus. Und unterhalten, Witz erzählen. Und vielleicht noch mal plaudern. So. Das ist das. Du wolltest dich mit. Was willst du denn jetzt eigentlich? Ah, du hast Mistwünsche hier gerade. Geld verdienen. Weißt du was? Dann geh doch noch mal nach Schatzgraben. Das ist eine super Idee. Dann verdienst du Geld. So, du bist mit im Bett. Nee. Okay. Ich kann verstehen, dass der Gute jetzt müde ist, aber so nicht. Du musst bitte mal hier duschen. Und dann darfst du da in das Bett. Okay? Können wir uns darauf einigen? Ja, wach mal auf hier. Hopp, hopp. Ich sag dir, wann du ins Bett gehst und nicht umgekehrt. Eigentlich hättest du doch mit der Dings da ein bisschen schwatzen sollen, ne? Sie ist noch im Gespräch mit Adam und du bist auch am Duschen und so weiter. Okay. Ja. Gucken wir mal. Du bist am Schlafen, das ist schön. Und Ulrike, was macht Ulrike? Räumt auf. Gut. Und irgendwer wollte sich doch mit ihm anfreunden, oder ist das schon passiert? Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Oh Gott, ich kriege ja gar nichts mehr mit. Grausam sowas. Du könntest doch dann mal. Ah, eine Schatzkarte finden, genau. Und anschließend kannst du doch mal hier mit dem noch ein bisschen quatschen. Witz erzählen, reden, über Hobbys. Was hast du überhaupt für Hobbys? Film und Literatur, genau. Und
Ja, noch ein Witz, komm. Ihr müsst auch bald ins Bett, ich sehe schon, ja. Nova. Und er hat eine Schatzkarte. Yeah! Können wir auch direkt wieder verkaufen. Dankeschön. Ich liebe Schatzkarten. So, jetzt warte ich eigentlich immer noch darauf, dass mal ein Wunsch kommt. Musikinstrument oder irgend sowas, dass ich weiß, was ich hier hole. Hm, mal sehen. Den haben wir jetzt da sitzen. Ah, du, dich da. Oh, komm. Nee, mach mal mit dem... Das hört sich nach Grusel an. Mach mal mit. Und die Beate, was macht die? Ah. Halt, warte mal. Beate, du bist jetzt meine Testerin. Komm mal her, du. Warte mal. Bei dir wollte ich gucken, ob du hier was machen kannst. Erstmal nur einfach steuern. Nein, das macht sie nicht. Steuern. Ah, jetzt geht's. Okay. Jawohl, sie kann. Also war vielleicht doch tatsächlich genau das Thema. Juhu. Okay, gut. So, dann kann sie da noch ein bisschen spielen. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich auch mal die anderen sortieren. Ich komme wieder zu nichts. Und die Zeit ist auch schon wieder fast um. Warum gehen Tage immer so schnell um? Wer spielt hier Footback? Ey, das ist ja genial. Mit wem spielst du mit dem Anton? Und die Silvia sitzt da. Eigentlich könntest du dich auch mal um die Silvia kümmern, ne? Wäre ja wirklich mal eine gute Sache. Anstatt mit Anton jetzt hier Footback zu spielen. Welcher ist denn das jetzt? Der Große, der Kleine? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Fehlt uns hier nicht eine? Nee, der Kleine hat ja rote Haare. Es ist der Große. Okay, sehr schön. Der spielt Footback mit seiner Mama. Hm, das ist doch toll. Komm, umarmen Sie mal, freundschaftlich. Das ist doch auch mal eine Idee. So. Ja, wir haben uns ja alle so lieb. So, und Abmarsch. Ich muss hier mal langsam auflösen. Sonst wird das nämlich nichts mehr. Kannst du auf Toilette gehen irgendwie da oben? Oder ist hier gerade besetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst benutzen. Warum hängt das Waschbecken so komisch? Hände waschen. Moment mal, das ändern wir jetzt mal. Waschbecken, du gehörst hierhin, wenn schon. Ja. Ach, das hatte ich ja, glaube ich, mal probeweise wegen Charisma irgendwas aufgehängt gehabt. Genau. So, und dann gehst du da schlafen, im Schlafanzug. So, brauchst du auch nichts mehr aufräumen, das ist in Ordnung. Alfred, wo bist du? Da unten. Mit wem bist du da zugange? Mit dem Gerrit. Okay. Dann rede doch noch mal ein bisschen mit dem über Hobbys, Spiele. Und unterhalte ihn noch mal. Bis dahin ist dein Bruder im Badezimmer fertig und dann kannst du auch hoch. Würde ich sagen. Ne? Dann kann er das auch machen. Duschen. Und anschließend schlafen. So. Anton. Geht in sein Bett. Jawohl. Hat ja nur das eine Bett. Dieses bitte. Hier, schlafen. Nicht in irgendeinem, ne? Juhu. So, Tamara, was machst du? Du sitzt noch am Fernseher. Okay, dann würde ich sagen, sie hat irgendwie nichts gegessen. Warum hat die nichts gegessen? Sehe ich jetzt erst. Hattest du vorhin keinen Hunger? Na komm, dann ess wenigstens noch ein Stück Kuchen. Und danach gehst du bitte benutzen und duschen und ab ins Bett. Zack. Ach, wir brauchen ja noch ein Bett für die Beate. Ach, Jemine, das hatte ich jetzt fast vergessen, ihr Lieben. Warte mal, was habe ich denn hier für Betten genommen? Hauch von Tick. Hauch von Tick ist, glaube ich, das. Auch von Tick, genau. Ja, dann kriegst du natürlich auch einen Hauch von Tick. In so gelblich vielleicht. Und was hättest du denn gerne für eine Bettwäsche? Beate. Nee. So gelb? Boah. Was haben wir sonst noch für komische Bettwäschen? Ah, hier sowas. Oder Lila? Zart lila. Jo, komm. Aber irgendwie, nee, halt, warte mal. Stopp, wo bist du?
Genau, doch lieber das helle. Das ist halt lila. Zack. So, das reicht. warte halt, eine Sache habe ich vergessen. Der Stapel da sind ihre Hausaufgaben. Nee. So, einmal und... zweimal. So. Ja, Tamara muss noch einen Haufen Hausaufgaben nachholen, sehe ich gerade. Sudele, komm. Mach dich wieder gerade. Eben. Gut, dann haben wir sie auch abgefertigt und du bist ja noch gar nicht richtig müde, genau. Dann würde ich sagen, du spielst hier noch schön. Ach, Spaß hat sie jetzt auch voll. Seht ihr mal, wie schnell das geht. Dann kann sie auch noch mal ein Stückchen Kuchen haben. Und dann gucken wir mal. So, und du bist... Oh, fast wieder wach. Gut, wir hatten von den Erwachsenen gerade nichts zu tun. Du, warte, warte, warte. Du holst den Kleinen aus dem Bett. Ja, oder zumindest kannst du schon mal dahin gehen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, was du jetzt da gucken willst, was das ist. Ach, Leute, ja, ja, oder warte mal. Noch liegt er im Bett und schläft. Dann red doch endlich mal mit der Silvia hier. Wozu ist die denn da, die Gute? Unterhalte dich mal. Insiderwitz und reden, tratschen. So, hast du was zu tun. Und er ist immer noch Gartenarbeit am machen, jawohl. Und der Garten sieht wieder gut aus oder zumindest besser. Ja, gut, okay. Da haben wir aber auch echt extrem lang nichts mehr gemacht gehabt. Das war fürchterlich. Ja, jetzt sieht es wieder besser aus, okay. Gut, kannst du vielleicht mal mit dem Paul Berger ein bisschen quatschen? Oder den Sohn runterholen, genau. So, und ich sehe, meine Zeit ist schon wieder ewigst um. Heißt, ich lasse jetzt hier auch gerade das Stopp drinnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem dreifachen Geburtstag. Ich fand es eigentlich ganz okay gelaufen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann hat Adrian noch Geburtstag. Und dann hoffe ich, dass wir hier langsam mal wieder einen ordentlichen Ablauf reinkriegen und sich das Chaos vielleicht ein bisschen mindert. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.